Und ein Herz willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015. Und wieder mal dabei ist der Smugger. Servus. Warte mal, was ist denn das für ein Gebäude? Zurückfahren. Ich habe gerade mal den LKW wieder entleert. War gerade bei der Reederei. Ich habe dann Gebäude. Ich kann jetzt endlich weiter probieren. Wo ist denn hier der... Wurde auch mal Zeit, dass ich hier selber weitermachen kann? Weißt du, neben den Händler ist doch so ein Gebäude, ne? Mit so einem Trigger. Wo gerade der LKW ist. Wo ist denn der? Ach, dort? Ja? Ja, was ist denn das für ein Gebäude? Weißt du das? Nö. Ja, ich auch nicht. Okay. Fahr ich weiter. Okay. Ich grubber munter und fröhlich. Ah, der ist gerade hier unten. Ungünstig. Der hätte ja wieder irgendwo in der Mitte an. Oder wenn ich jetzt schnell... schau ich nicht mehr. Ah, Mist. Weil bis hoch schafft er das nicht mehr. Der hätte in der Mitte an und dann muss ich ihn abtanken. Also fahre ich circa Mitte des Feldes. Nee, wieso schafft er es nicht? Nein, bleib ich mal. So. Ah, ich hänge fest. Gut. Läuft bei dir. Also im Groben ist das Ding echt 1A. Welches Ding? Ja, ach so. Der T9? Ja, ja. Das bopp ich. Ohne Probleme. Grober, der hier löst du. Das macht Spaß. Da macht das per Hand grober noch richtig Spaß. So. Einmal leer machen. Ey, wir haben noch 176 Liter hier drin, ne? Im Tank. Oh. Echt? Ist schon auf Rot. Okay. Glaube, das schafft das nicht. Na, sollte man vielleicht tanken fahren gleich, ja? Okay, ich fahre gleich mal tanken. Ich sitze ja einmal drin. Aber eilst mit tanken? Ja, freilich. Ich will das Grobern und gerne unterbrechen. Ich fahre Vollgas. Vollgas? Dein Bleifuß kenne ich, da durfte das wirklich schnell gehen. Ja, sag ich doch. Schnell wie der Wind mit. Na, geht's noch schneller? Nein. Chaka, du schaffst das. Klappen wir mal zusammen. Vielleicht geht's dann noch schneller. Ich denke mal nicht. So, einmal tanken bitte. Jaro, du solltest dich auf jeden Fall beeilen. Ich bin doch schon am Tank hin. Ich komme der abgemähten Stelle immer näher. Ich bin schon dabei. Der ist zu schnell, was das Grubbern betrifft. Oder du bist zu langsam, was das Betanken betrifft. Suchst dir aus. Nee, der hat zu großen Tank. In Ausreden bist du auch nicht verlegen, oder? Nö. Nö. Der ist jetzt gerade mal halb voll. Ja, das Betanken dauert eine Weile. Ich muss es grob und klar unterbrechen. Bin doch gleich fertig. Da gleich 800 Liter oder drin.
Oh, das nützt mir nichts, obwohl du gleich fertig bist. Ich muss trotzdem offen, weil du sonst nicht mehr rangieren kannst. Ja, du hörst auf. Dann mach schon gleich. Ja. So. 920 Liter maximal. 2 Liter ist schon rausgepulvert. Das ist schon krass. Hm. Drei Liter hat er rausgepulvert. 4 Liter hat er rausgepulvert. Das ist ein Schluckspech, das Ding. Erstmal Handbremse anziehen. 5 Liter. 6 Liter. Das ist heftig. Das jetzt ist bin ich anders. Erstmal am Feld. Ne? Also 8 Liter hat er jetzt. Maria fragt, ob bei uns die Zeit stillsteht. Wie meinst du das? Die Uhrzeit hier vergeht nur ziemlich langsam gerade, weil wir die nicht vorspulen. Wir haben die auf 1 halt. Wir können die Echtzeit, bis wie hoch stellen? Bis 120. Ja, bis 120 stellen. Ja, das ist normal, Maria. Das war. Hier eins machen. Warte mal, ich fahr den mal hier runter. Oh, der hat noch ein ganzes Stück vor sich hier in der Kartoffelernte. Ja. Bevor ich hier weiter krobbern kann. Was machst du denn da jetzt? Der wo ist immer noch voll. Ist der hier. Da ist er, ja. Und das Feld wächst noch nicht so wirklich. Soll ich mal die Sämaschine nochmal auftanken? Die denn schon leer? Die ist schon die ganze Zeit leer. Ja. Ich fahre. Ja, Fall. Ich fahr sie mal schnell hoch. Ich hab die Dorf gefüllt gehabt. Ja, die ist trotzdem leer. Aber hat das Ding nie wirklich viel Volumen? Nee, hat's auch nicht. Das ist kacke. Das ist kacke. Gibt's denn da keine Saatmaschine, die Kartoffeln macht, wo mehr reinpasst? Nein. Das ist Mist. Und dann ist Mist. Man muss ja wirklich alle Furze lang da die Saat neu betanken. Ja. Passt das Ding überhaupt dazwischen? Ja. Die Postdinge dazwischen. Okay, passt, ja. Ankoppeln, warte mal. Abkoppeln, was? Achso, Ladung starten. Hm. Läuft bei dir rum? Ja. Voll. Hier mal rauszwängen. Ja. Das Ding eiert hinten hin, ja, ey. So. Und da kann ich ja das Ding eigentlich gleich anschmeißen, weil da braucht ja. Ups, wird er ewig. Ups, jetzt habe ich mich ein bisschen gedreht. Ja, ist schwierig. Der Kartoffelernter braucht momentan auch etwas. Junge, dreck das Ding. Gefühl. Leute. Kriegen wir los? Das willst du nicht wissen. Der schiebt. Ja. Der trägt mich da hin und her. Läuft bei dir. Jo. Ach, hier hab ich mein grober Maschinen schon stehen. Dann kann ich jetzt noch mal ein Stückchen weiter grubbern. Ja. Das hier, das. Da ist ja auch schon fast voll. Wo ist der LKW? Da ist er. Ah, der fährt gleich wieder hoch. Hm.
Der Krim ist schon wieder zu. Ja, gleich 70% voll. Okay, ja. Jetzt. Und ich kann die weiter krubbeln. Ja, der fährt er gleich hoch. Wenn er oben ist, kann ich ihn damit abtanken. Und falls er bis dahin kommt. Ja, doch, der hat. Ja, doch. Müsste er. Normalerweise. Na, ich krubbel zur Sicherheit mal nicht weiter, damit du dann wenigstens noch arrangieren kannst. Ja, ich fahre ja wieder genau neben ihn. Ich tanke ja wieder während der Fahrt ab. Ach so, willst du ja. Denn machen? Du meinst also, ich könnte jetzt los? Nein, das wäre dann, weil ich wollte dann genau auf dich drauf zufahren. Weil ich brauche ja auch ein bisschen Platz. Also doch, ja, wäre besser. Weil der ist jetzt, der dreht jetzt gleich. Ach Junge. Und jetzt dreht er. Und dann fahre ich gleich neben ihn. Wenn ich dann weg bin, kannst du dann loslegen. Ich muss sagen, dieser Kettentraktor-Schlur, der morgen anscheinend veranstaltet. Ja, ist generell. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ist das schon leer? Nee. Voll ist voll. Wenn vorne voll ist, vergessen die blauen Türen. Ja, mach ich gleich. Ist der leer? Ja, der ist leer. Okay. Aber noch weiter kann ich jetzt endlich weiterkommen. Jetzt kannst du weiterkommen. Ja, endlich! Das macht gerade richtig Laune hier. Und go! Jawohl, ja! Endlich weiterkrubbeln hier. Aber hat es endlich geschafft, den abzutanken. Wunderbar. So muss das. So. Also 38% ist schon der Fall bei mir hier. Okay. Wo ist denn überhaupt der hier? Der ist da hinten. Könnte ich ja eigentlich auch schon ranfahren. Oh, wird enger. Oh, krieg schön. Was? Na, jetzt zu krummer. So. Ich bin vom Fach, ich kann das. Du bist vom Fach? Ne, freilich, lass mich, ich kann das. Ups, kaputt. Ups. Ah ne, halt, warte. Das war ich nicht, das war vorher schon kaputt. Ja, so in der Art, ja, genau. So, ja, das weiß ich gerade nicht. Wie voll ist der? 31%. Soll ich den schon abtanken? Ich tanke mal. Das wird nichts so. Die Spur ist zu schmal für dich. Shit. Sehe ich auch gerade. Also doch noch warten. Ja. Okay. So warte ich. So, da warte ich halt. Ja, erstmal wieder Motor aus und Handbremse anziehen. Ja, ne? Ja. Du? Ja, weil, muss ja warten. Wartest du jetzt die ganze Zeit da drin? Kann ja nicht gucken. Ja, ich kann immer noch mal kurz fahren, sonst will ich rumgucken, ob noch irgendwo nachzufüllen ist. Zum Beispiel so Lage, aber ist ja meist nicht. Erst, naja. Also muss ich teilweise warten hier. Ja, okay, siehst du mich? Ja, schön. Ja. Ja, jetzt kann ich halt auch noch nicht losprobieren, weil du ja damit arrangieren musst. Ja. Also, du hältst quasi eigentlich den ganzen Betrieb auf. Ich? Ja, einer muss ja dran schuld sein, ja. Okay. Ja, da hast du recht, ja.
Aber sei in der nächsten Folge weiterhin dran schuld, dann müssen wir folgen. Okay, da, ich bin immer dran schuld, das weißt du doch. Oder? Ja, finde ich auch. Also, wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder schreibt etwas in Kommentare. Oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Also, bis denn dann. Tschüss. Oh, da war ich erschrocken.